Der Bezirk Melk hat so viel zu bieten. Landschaftlich, wirtschaftlich, veranstaltungstechnisch, geschichtlich. In jeder einzelnen Gemeinde finden wir Historisches, interessante Persönlichkeiten, tolle Startup-Ideen, Talente, Ausflugsziele, Gastro-Schmankerl. Und genau diese wollen wir auf den Bildschirm bringen. Gemeinde TV startet mit regionalen Beiträgen aus dem Bezirk Melk. Wir berichten aus Mank, der Stadt mit dem einzigen Kino im ganzen Bezirk, dem wunderschönen familienfreundlichen Stadtpark und bekannten Gasthäusern. Wir fahren nach Losdorf, wo es neben dem erfolgreichen Wirtschaftstreiben auch ein unglaublich schönes Naturschutzgebiet gibt. Oder in Schollach, die Schallerburg, eines der beliebtesten Ausflugsziele in unserem Bundesland. Wir schauen uns die Bezirkshauptstadt näher an, Melk, der Stadt mit dem Stift, der Donau, den Radwegen und dem Bezirkskrankenhaus. Wir bringen Kilb auf den Bildschirm, der Gemeinde, wo immer was los ist und so viele tolle Veranstaltungen geplant werden. Und der Gemeinde, die den einzigen Fußballverein im ganzen Bezirk hat, der es bis in die erste Landesliga geschafft hat. Wir fahren nach Kirnberg, der Gemeinde, in der so herrlich Hochzeiten gefeiert werden können. Das Texingtal, wo es so schöne Wander- und Spaziermöglichkeiten gibt. Wir werden im Raum Leonhofen sein, wo die größte Volksschule des Bezirks steht, wo Vereinsleben ganz groß geschrieben wird und wo es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten gibt, vor allem im Sportbereich. Und wir werden durch die Nibelungengau fahren und stehen bleiben, um die schönsten Geschichten vor den Vorhang zu holen. In der Friedensgemeinde Erlauf, Golling, dem Wirtschaftsstandort Pöchlern oder Krummnussbaum, wo es neben dem Nussfest noch so viel mehr zu entdecken gibt. Wir werden uns die Zeit nehmen, um in eure Gemeinden zu fahren und hinzuschauen, wenn sich was tut. Wir werden unsere Heimat auf den Bildschirm bringen. Gemeinde TV zeigt ab jetzt auch den Bezirk Melk, unser Zuhause.